Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play How to Survive mit dem Chris und mit Chris. Yeah, wir sind ganze Männer oder Frauen, je nachdem, und werden überleben. Bevor wir anfangen, ich habe mich ein bisschen zu dem Spiel belesen. Ich habe herausgefunden, dass es eine super krasse Waffe gibt, eine super krasse Distanzwaffe. Und zwar den Boomerang. Den kann man aus zwei Knochen herstellen. Man kann auch noch einen dritten Knochen dran basteln, damit so eine Dreiklinge. Und die soll wohl super krass sein. Die verbraucht sich nicht. Kommt immer wieder zurück. Also man hat dann quasi für immer eine Distanzwaffe. Okay, und ich Idiot habe einen Knochen für meinen Helm verbraucht. Und da habe ich noch ein bisschen gelesen. Und zwar sollten wir unser Inventar nicht so voll packen. Man braucht eigentlich entweder nur Machete oder Steinaxt. Beides braucht man nicht, deswegen werde ich die mal fallen lassen. Ja, der Rest fällt mir gerade nicht ein. Okay. Ja, und man sollte halt den Bogen auf jeden Fall verbessern, weil der halt später echt cool wird mit Brandpfeilen und alles. Und ist schon eine geile Distanzwaffe. Und die Stöcker, die man im Inventar hat, sollte man dann auf jeden Fall direkt zu Pfeilen verarbeiten. Gut, das mache ich ja schon die ganze Zeit, von daher passt es. So. Okay. Habe ich Früchte eigentlich? Nö. Kann ich das Benzin mit irgendwas zusammenfügen? Ah, mit Leder. Oh, ich habe einen Molotow-Cocktail. Yes. Das ist cool. Das habe ich noch ausgewählt. So. Jetzt habe ich ihn ausgewählt. Oh. Ja, wo sind wir stehen geblieben letztes Mal? Wir waren auf der Suche nach dem Hirsch und hatten ihn ja erlegt. Ah ja, genau, der. Und haben dann das Fleisch ja netterweise den hungrigen Zombies geopfert. Ja, ich hab, ich wollte mal so nett sein, weil ich bin ja so ein netter Mensch. Ich habe übrigens auch gelesen, es gibt einen Zombie-Hirsch. Ah, okay. Ja, und der soll wohl ein richtiger Hurensohn sein. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Kommst du jetzt? Ja gut, aber... Oh, ich vertag. Das ist natürlich sehr schön. Ja, toll. Der gleiche Fehler nochmal. Dann gehen wir doch zurück und holen den Hirsch auf der anderen Insel, oder? Vielleicht hat er sich regeneriert. Ja, das kann sein. Der ist wieder auferstanden. Jetzt ist der Zombie-Hirsch. Aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie ein Molotow-Cocktail aussieht. Ja, hey. Ja, ich drücke immer LT, um die Taschenlampe einzuschalten, aber wenn da was ausgewählt ist, dann ist schlecht. Ein bisschen. Aber da unten sieht man ja auch, dass die Taschenlampe gerade ausgewählt ist. Und ja. Und wir sollten immer auf Distanz kämpfen und Nahkampf nur im absoluten Notfall. Ah, okay. Warte mal, ich verschieß mal meine restlichen vier Kugeln da. So. Kann ich nachladen, alles klar. Ich hab mir kurz Verbandszeug gemacht. Brauchst du eigentlich noch einen Bogen? Nee, einen Bogen habe ich. Okay, weil ich könnte nur mal einen Bogen machen. Kann ich Skillpunkte verteilen überhaupt? Nö, natürlich nicht. Wäre ja auch Quatsch. Ich das kann. Warte mal. Ich will mal auf die Karte gucken. Der wird ja nicht angezeigt, ne? Nee. Warte mal, wir wollten noch die weiße Frucht abgeben. Bei dem Affen drüben. Ah, stimmt. Habe ich noch einen Pfeil in der Luft? Ich krieche hier immer noch. Wie so ein Halbtoter, weil ich halbtot bin. Nein, ich hätte was zum Heilen, falls du was brauchst. Nö, noch geht's ja. Also, noch bin ich nicht ganz tot. Ich finde bestimmt auch noch was. Wir müssen nur mal gucken, wo war jetzt der Affe? Ach, der war hier gleich direkt nebenan. Richtig. Wo war denn Rennen? Ach, Rennen war hier, okay. Du schleichst durch die Gegend. Ich krieche ein bisschen. Ach du Scheiße. Achso, das war der Affe. Ich hab ja auch gerade gedacht, jetzt kommt was. Pilz fürs Überleben, okay. Mushrooms for survivor. Mushrooms for survivor. Mushrooms and leaves keep survivor strong. Geil, ein paar Pilze. Yeah. Und 600 Erfahrung. Hä? Achso, du musst wieder, okay. Kann ich jetzt irgendwie nicht nehmen? Doch, jetzt kann ich einen Punkt verteilen, geil. Durstpegel steigt langsamer, sinkt langsamer. Kannst trotzdem wieder Gesundheit weiterhin rennen, das ist schön. Oh, jetzt steht er am Pfeil irgendwie durch die Gegend. Ja, voll einfach mal deine Pfeile. Oh, hier ist noch eine weiße Pflanze gewesen. Ach, aber gelbe. Vergiss nicht, aus Wasser und diesen exotischen Pflanzen kannst du Limonade machen, ja? Oh, stimmt. Ja, perfekt. Ja. Ich habe mir gerade auch mal ein bisschen Limonade gemacht.
Ich könnte meine Frucht zu essen. Okay, jetzt geht's wieder. Was kann ich damit machen? Nicht? Mal gucken, vielleicht kann ich irgendwas Tolles machen mit meinem Zeug. Ich hab vielleicht, ne? Hab ich jetzt gemacht. Und es soll wohl angeblich nur die paar Rüstungsteile geben, die wir bis jetzt gefunden haben. Also Helm gibt's nur, also einmal Helm. Ich hab grad eine Angel gebaut. Eine Angel? Ja. Nützlich, um überall im Meer zu angeln. Einen Fisch zu fangen erfordert jedoch Geschick. Und das musst du selbst aneignen. Ja gut, das war jetzt wahrscheinlich nichts für mich. Aber ich probier's mal, vielleicht kann ich ja was angeln. Ja. Das habe ich aus Faden, Werkzeugkiste und einem biegsamen Stock gemacht. Cool. Dass man hier so einfach alles machen kann. Ich gehe einfach angeln jetzt. Also. Ja. Zeig uns mal, wie das geht. Ja, jetzt schau mal zu. Du hast bei mir gar nichts in der Hand. Deine Angel ist einfach unsichtbar bei mir. Geil. Ja. Oh, ja, Angelst Fisch. Und ich erschieße die Fische. Frischer Fisch habe ich bekommen. Geil. Die kannst du bestimmt dann kochen, oder? Ja. Gange nochmal, vielleicht finde ich noch einen Fisch. Das ist cool. Verdammt, nichts gefangen. Naja. Das ist auf jeden Fall sehr cool, dass man hier auch angeln kann. Ich dachte, man kann sich so voll übertriebene Waffen und Gegenstände bauen, irgendwann später. Aber ist anscheinend bis jetzt noch nicht der Fall. Bringt mir der Fisch eigentlich? Der Fisch, den kann ich kochen. Köstlich frischer Fisch. Achtung, vor dem Essen abkochen. Okay. Ja, erst kochen, dann essen. Wissen wir ja, haben wir ja schon gelernt. In Kovacs Survival Guide gelernt. Ich will die Zombies hier einfach umgehen. So. Knochen sollen angeblich überall da liegen, wo. Oh, hi, Fanser. Wo diese Zombie-Horden essen. Ah, okay. Ah, ich will mal die Heilpflanze gleich. Was kann ich eigentlich mit den Pilzen machen? Das ist jetzt gar nichts. Kleine und viel gebrauchte Pilze sind jetzt zum Essen geeignet, aber vielleicht kann man mit den Pilzen mit anderen Pflanzen mischen, okay. Vielleicht kann man den Fisch mit den Pilzen garnieren. Ja, yeah. Pilzfisch, ja, lecker, ey. Da anscheinend, oder? Hier sind keine Knochen. Da hier ist noch ein Stock für dich, da hinten. So. Ich find's ein bisschen schade, dass man die, die Tauben und so nicht erschießen kann. Stimmt. Das wäre nochmal echt praktisch. Weil die kann man ja dann bestimmt auch essen. Ja, Raymond bastelt noch. Immer noch? Okay. Genau, wir müssen da noch den Anlass erholen. Das ist ja eigentlich unsere. Ich wollte gerade den Affen erschießen. Unsere Hauptmission. Ich dachte mir gerade so: Oh, Fremdes wird erschossen. Oh oh. Stirb. Ja. Au. Ja, das war nicht so gut. Was ist das? Pfeil. Eine Gabel, oder? Pfeil. 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 Ja, ist ja alle Pfeil. Ah, was ist da hinten im Wasser? Da liegt irgendwas. Irgendwas Blutiges. Ah, kann ich nicht aufheben. Okay. Unwichtiges Zeug. Was ich nicht aufheben kann. Zombie. Yeah. Jetzt sag. Wir haben beide synchron einfach drauf geschossen. Ja. Ich will unbedingt jetzt so einen Boomerang haben, wo ich das gelesen habe, dass der so krass sein soll, wenn ich den jetzt unbedingt habe. Aber wir brauchen dafür Knochen. Kann man hier runterspringen? Ja. Ja. Das ist, glaube ich, eine Hai. Hier ist auch eine Hai-Panzer. Oh, Vetter. Oh. Yeah, nice. So, guck mal, da hinten müsste noch eine Pflanze sein, oder hast du die? Ja, mitgenommen. Wer an. Da ist irgendwo ein Pfeil von mir. Ich sehe keinen. Da ist unser. Da liegt eine Pistole, oder? Nee, habe ich am Anfang auch gedacht, dass es eine Pistole wäre, aber konnte ich nicht aufnehmen. Ah, okay, das wäre auch zu einfach gleich zum Anfang. Ja, kleine Pistole nehmen. Pistole. Scheiß aufs Überleben, ich habe eine Knarre. Und endlich Munition. Ja. Oh. Zack, ab geht's. Pfeil. Noch mehr. Die respawnen auch andauernd. Zack, so. Ende Gelände. Zwei Pfeil. So, hier durch. Mal gucken.
Muss ja irgendwo noch einen Hirsch geben. Ja, Quatsch. Nein, nein. Du hast anderes auf dem Jagen. Ich habe eine blaue Pflanze gefunden. Kann man den Pilz... Oh, warte. Ich hab ihn. Oh, sehr gut. Nimm du diesmal das Fleisch. Wenn ich ihn finden würde. Der liegt direkt vor dir. Ach, Inventar ist voll. Moment. So viel dazu. Ja, das ist natürlich denn doof, wenn das Inventar voll ist. So, was kann ich denn? Damit kann ich gar nicht machen. Toll. Man kann die auch nirgendwo verkaufen, ne? Die ganzen Pflanzen. Klassische Pfeile, warte, die gebe ich bei dir. Hier, kannst du alle haben. So. Hinten sind noch Zombies. Das sind Pfeile. Wird ihr einfach mal Just for Fun töten? Hilfe! Einfach im Kreis rennen. Es gibt später auch noch Boss-Zombies. Oh, okay. Und wohl Soldaten-Zombies auch noch. Ah, die hatten ja schon, da haben wir die Helme ja her, oder? Ja, genau, die hatten wir schon. Auf die, danke, dass du mich erschießt. Die Boss-Zombies bin ich mal echt gespannt. Zack. Aber die können jetzt zurück zum Fleisch bringen, oder? Bevor wir jetzt genau, wieder irgendwie wegschmeißen. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, aber ist eigentlich Quatsch. Dann lass uns die nächste Insel erkunden. Oh, ich kann den Baum. Ja, ist auch eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, kann man. Warte mal, ich brauch mal trinken. Warte. Trinken habe ich. Ah, oh, hier, Schlaf, schön. Limonade. Nee, Limonade trinke ich. Okay, muss ich eigentlich. Okay. Wenn wenigstens Durst und so voll. Hunger habe ich auch. Nehme ich eine. Was habe ich denn gegen Hunger? Ich habe gar nichts gegen Hunger. Nicht? Ich kann dir was geben. Ja, gib mir bitte was. Ich hab nichts. Dankeschön. Ich hab echt nichts gegen Hunger, das ist aber auch das erste Mal, ne? Dann was futtern. Bei dir sieht's aber auch mit dem Durst nicht so gut aus. Nee, ich hab nicht genügend Zeug. Bin nur grad zu faul, es zu nehmen. Okay. Essen. Und Durst. Trink ich was? So. Okay. Sollen wir das vielleicht bloß nicht wieder wegschmeißen? Das ist zu viel gleich. Ja, genau. You, where the fuck is my food? Well, thanks. A deal is a deal. Take your damn starter and leave me alone. Hey, be careful. I heard a big scream coming from the forest, like a giant beast. Oh, you scared the shit out of me. Das könnte der Hirsch sein. Ja, irgendwas anderes. Schon abgeschlossen, Anlasser. Yeah. Die Frage ist, wollen wir jetzt nochmal im Wald oder? Nicht. Oder wollen wir gleich. Oh, der frisst aber ganz schön. Ja, der hat. Du bist, Ich soll schlafen. Hast, genau. Dann lass uns nochmal in den Wald gehen, da war ja eine Hütte. Richtig. Du hast eine brennende Axt gerade in der Hand. Übrigens sollte man immer. Oh, ich kann was kochen. Gekochte außergewöhnliche Weizenpflanze. Ah ja. Sollte man immer einen brennenden Stock dabei haben, weil der super effektiv gegen Zombie-Massen ist. Okay. Weil man die damit in Brand setzt und halt einen Dot macht. Du musst echt pennen, ne? Ja, ich bin schon im roten Bereich, also 0% habe ich. Na, dann lass uns mal schnell. Aber die Feueranimationen sind echt geil aus, finde ich. Ja, das ist nicht schlecht gemacht für ein Indie-Game, also. Ich glaub, links oder rechts? Warte, ich gucke auf die Karte. Die ich mal öffne. Links. Rechts, ja, links, ja. Links und rechts ist bei mir immer so ein Problem. Du kannst ja einfach den Arm hochheben. Ja. Ist hier. Bad. Fick dich. Zack. Aufs Mützchen. Auf die Mütze. Oh, Zombie-Horden. Und fette Zombies. Oh oh. Oh. Ich muss es gerade bei mir synchronisieren. Ja, wirf da. Uah, Hilfe! Autsch. Ich rette dich. Ja, du hast dich gerade umgeholt. Oh. Dankeschön. Retten. Gern geschehen.
Ich kann das gut. Ja, ich merke das schon, wie gut du das kannst. Ich wollte echt schlafen. Ah, da oben ist er schon. Schlafen. Ja, genau.